Hallo, herzlich willkommen zur 7. Folge von Hogwarts Legacy, zusammen der Apfel. Hello. Letzte Folge haben wir unseren geilen Stab gekriegt. Und ja, jetzt müssen wir Nettie suchen. Und ich glaube, ich habe sie gefunden. Hi, Nettie. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Ich nicht. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh nein! Yo! Junge, was ist seine Mission? Yo! Junge, wer hat ihn so aggressiv gemacht? Mobbingkreis! Mobbingkreis! Bombarde da! Junge, wer ist sie denn? Machen wir sie in den Zylinder. Sheriff. Lockt sie von den Häusern? Sie lockt ihn. Okay, well. Ja, natürlich auch. Das ist ein zweiter, okay. Das ist das selbe. Steuerung! Warum Steuerung? Hey, Arschloch. Wo ist er hin? Okay, das war nicht der optimale. Gut. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Sie hat doch geblockt! Die Nachteile eines Hauptcharakters, die Scheiße passiert immer bei einem. Ich hab Protego gemacht! Boah. Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Was war was? Ich sterbe! Hä? Warte mal. Was hast du überhaupt gemacht? Oh Gott! Okay, geh es zum Heilen. Sehr gut zum Wissen. Ich weiß nicht, wie ich blocken kann. Digga, blocken bringt nichts. Alter! Jo. Au. Okay, ich darf nicht blocken, sondern ich muss ihm was ins Gesicht werfen. Oh Gott. Oh Gott, der Wimmel. Nein! Wo lässt der denn nach? Ich höre nichts. Friss den Karton. Ich habe nichts mehr zu werfen. Letzter Heiltrank. Okay. Easy. Wir haben einen neuen Heal Potions gebraucht. X! Damn. Troll hey, gemacht. Errungenschaft. Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Jo. Alleine. Anscheinend. Zu zweit. Sie wir waren zu zweit. Sie sieht nicht so überrascht aus. Geht es Ihnen gut? Ja. Und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror. Wenn Sie kriege ich meine Heal Potions wieder? Könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge ja, zu bringen? Ja, zum Glück haben wir gerade den Reparierzauberer gekriegt. Und vielen Dank nochmal. Keine Heal Potions? Danke. Ist mir egal, was mit dir gerade passiert ist. Einfach mal ein bisschen Reparo. Zum Glück haben Sie nicht mehr zu. Mal sehen, was er will. Du, du, du. Hey, wer bist du? Hallo? Achso, okay, der geht wieder zurück in seinen Laden. Akio. Repar. Wenn die das nicht selber machen? Ja, aber das ist schon viel Arbeit. Guck, jetzt schneiden wir noch den Busch.
Weil warum ganz praktisch, dass niemand in diesem Hause war. Ja, den haben wir auch wieder repariert. Oh Gott! Statt es gerade so vor den Toren. Endlich aus diesem traurigen Leben und dann wirst du wieder zusammengebaut. Ich hätte eher damit gedacht, dass der ein Bein verloren hat oder so. Oh Gott. Ja, komm, wenn die auch so stapelt, der ist ja selber schuld. Das ist eine magische Welt, da geht das. Gott, Alter. Akio. Nein, nicht Akio! Ist er gerade. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Akio. Nein, nicht Akio! Ach, Mann. Nein! Oh. Du gehörst mir. Hengist von Woodcroft. Wir haben gerade über dich gesprochen. Gib mir einen Tee. In die Hand geht's. Aha. Und über was habt ihr denn gesprochen, Augustus Hill? Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus. Entzückt? Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Ja. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Das glaube ich dir nicht. Gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Kriege ich meine Heal Potions zurück? Dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Ja, danke. Danke. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Was? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Oh, ich darf nur einen traditionellen Schulumhang mitnehmen. Das ist doch schön. Die werden nicht enttäuscht sein. Du hast neue Ausrüstung erhalten, ja. Okay. Ja. Haben wir sonst irgendwas? Ich darf nur Mantel und Umhänge auswählen, okay. Okay, der erhöht meine Offensive, aber wie sieht der aus? Ja. Cool. Aber anscheinend genauso. Das ist ein Fischerhut! Himmel. Oh, die sind zu teuer. Wie könnte ich mir den eigentlich überhaupt leisten gerade? Sie haben ein gutes Auge für Mode. Ach, komm! Das ist eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ja. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier. Ja, ich hab uns ein Butterbier verdient. Ja, das klingt gut. Weil du nichts getan hast gegen diesen scheiß Troll. Ein Butterbier. Warte mal, hier geben sie erstmal Revelio, ne? Geben wir das? Besenknechts Puppe. Mhm. Ja, ich plündere hier ein bisschen, keine Sorge. Und hier ist noch eine Kiste. Ja, und hier ist auch nochmal Revelio irgendwas. Spikoskop. Ja. Warum? Wofür wirst du gebraucht? Lumos. Warum kann ich dich markieren? Na, egal. Ah, das ist enttäuschend.
Ja. Ja, okay, wir halten ihn mal an. Aber nicht für lange. Du wirst ihn nie wieder abnehmen. Ich glaube dir. So, wo gibt's jetzt dieses Butterbier, von dem du mir erzählt hast? Ist mir egal, ich will Bier. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Verbrennt sie. Oh, nein! Nein! Ich hab sie gekriegt, die Sand. Hä? Ja, mit Zylinder! Das sind immer die dubiosen Menschen. Lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Wie wir da oben chillen so. Junge! Der kannst du doch gar nicht erkennen mit dem Hut. Warum laufen wir... Butterbier. Ich glaube nicht. Ja. Was? Nee. Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich ja. Wusste, dass ich ihn kenne. Du hättest ihn einfach ausschalten können. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Wir haben einen Hut auf. Er kann uns nicht erkennen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Siron. Ich dachte gerade, das ist der Troll. Nicht Troll. Was ist das? Ich hab vergessen, wie deren Rasse heißt. Egal. Hat sie nicht gerade Kobold gesagt? Kobold! Aber was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Hi. Warum eine männliche Stimme? Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Willkommen im Jahr 2023. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie jetzt erstmal Geld verdienen. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Ja. Gut gemacht. Sie hat mir nicht geholfen. Wurde gesagt, wie ich mich heile. Trolle in Hogsmeade? Ja. Das hatten wir ja noch nie. Zwei. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Der Kollege. Ah, shit. Unser Blick. So, oh shit. Es ist er. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Oh nein, er hat uns erkannt. Trotz mein Gast Hut. Genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Wow, was ist jetzt los? Er anscheinend ein ganz hohes Standing hier in der Stadt. Beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Oh, doch. Oh ja, du kennst uns nicht. Haben sie nicht mal Alkohol drin? Das ist das Enttäuschendste. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Vorsicht. Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Das ist ein scheiß kleiner Kobold, die treten mir einfach von der Tür raus. Ja, irgendwie ist es so jetzt. Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich wollte gerade fragen, seit wann haben wir diese Narbe da, aber ich weiß nicht, was ich weiß noch, als ich die genommen habe. Hey, das ist unser Platz. Bitch. Was gibt es hier zu machen? Kann ich mir ein Brötchen nehmen? Ich sitze auch gern vor einer Wand und schaue bewegende Bilder an. Ja. Tust du wirklich? Du schaust auch Fernsehen. Also, so abwegig ist es jetzt nicht mehr. Die drei Besen. Schönen Abend, der Herr. Geben Sie mir bitte Ihren Krug.
Ja. Schön. Ich habe keine Heal Potions mehr, aber mein Geld für einen Hut ausgegeben. Das ist genau mein Playstyle. Sprich mit Nettie vor den drei Besen. Das wird so schnell nicht passieren. Kann ich hier raus? Ich hab sie gedodged! Run! Lass sie zurück! Oh, natürlich. Ich hab vergessen, Alter, dass das ja ein Ding ist. Was Junge, ja, wie du läufst. So dumm. Damit tut sie es nur noch besser aus. Dum, dum, da, dum. Ach nein. So, wie bin ich hier hochgekommen? Ach sogar da. Tust mit der Treppe. Nochmal 56 Euro. Das ist echt schön. Das mit den drei Besen geht's wirklich bergab, wenn wir hier einfach klauen können. Fuck, wo sind alle hin? Kann ich in die Kasse? Jetzt nimm dir dein ganzes Butterbier. Es gibt keine Kasse. Was wird hier für... Oh nee, da ist noch jemand. Psch. Wo ist die Kasse? Kasse. Das, was mir jetzt gerade so einfällt, was war im ersten Teil so ein Ding, da die Szene lebt einfach rent-free in meinem Kopf, wo du so zum ersten Mal Hogwarts, diesen Gemeinschaftsraum siehst, da wo wir halt in unserem Haus zugewiesen wurden, und dann sitzen da eben ganz vorne die Jüngsten, und da sitzt halt einer, der die ganze Zeit, ich weiß den Spruch nicht mehr, aber der wollte aus seinem Wasser, das er da vor sich hatte, rummachen. Und hatte halt diesen Zauberspruch gemacht. Ich dachte mir so, yo, das ist ein Elfjähriger, der da sitzt und aus seinem Wasser rummachen will. Das ist der Traum. Willkommen in England. So, Nessie. Warum läufst du weg von mir? Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Yeah. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Das heißt, wir müssen in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte, okay. Ich will raus! Was soll der Scheiß? Okay. Ich darf nicht raus. Ich wollte noch einkaufen gehen. Ich brauche Heiltränke. Das ist mir nicht erlaubt. Achso. Keine Sequenz. Ah. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Mein Bro. Du hast Eulenpost erhalten. Eulenpost. Von Professor Fick. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Springs, in Gringotts gefunden haben. Entdeckt. Cool. Ich werde bestimmt vorbeischauen. Protego. Wo leitet mich das hin? Ah, okay. So. Ich will dich... Das ging doch irgendwie. Wie ging das? Jo, wo ist die Kappe her?
Ah. So ging das. Easy. So haben wir immer noch die Buffs von dem Hut, aber den Hut nicht mehr. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Da muss ich hoch. Dum, dum, da, dum, dum. Es kann doch niemals der schnellste Weg sein. Die reitenden Besen. Komm, dann komm ich runter. Oh. Ja. Ich musste gar nicht so weit runter. Jetzt muss ich wieder ins andere Gebäude rüber. Ich hätte auch nicht darüber laufen können. Ach Gott. Na, na. Wo ist die Kiste? Rebellion. Ach, da drin. Hallo, wie schön dich zu sehen. Fick. Fick. Professor Fick, als wären meine begrenzten Studenten nicht schon ausreichend belastet. Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse! Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmlingen an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigelus Black, Schulleiter. Ich weiß nicht, der Name ist nicht optimal gewählt, glaube ich. Ja. Irgendwie ist das ganz komisch. Fick. Fick? Okay, wir warten anscheinend in seinem Büro auf ihn. Ja, auf dem Boden. Nice. Professor, schön Sie zu sehen. Warum sind wir außer Atem? Wir sind gerade nur aufgestanden. Merlin, sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Kobolds. Oder die Armbinde des Polizisten. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Zum ja, irgendwie. Ich wollte es auch schon sagen. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. That's racist, bro. Renrock und Rookwood wollen das Medaillon. Apropos Gewölbe. Was ist das sagen? Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ja. Ich entdeckte eine Inschrift, als ich sie laut vorlas. Warum hat er drei Äpfel auf seinem Stift? Herr Stifttisch. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber...
Wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Das glaubst Vielleicht du, aber das Buch sucht dich. Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Sollen wir auch noch was lernen? Was ein listiger Hinterhalt. Dann geh doch rüber. Rebellion. Es ist ein bisschen unfair, dass der einen Professor sagt, die sollen uns unterrichten. Privat. Nee, wir sind in der 5. Klasse eingestiegen erst. Die anderen haben wir schon Vorkenntnisse. Oh, wir sind Toilette. Mit ein bisschen Chaos stiften. So, wo ist die Kiste? Nicht hier. Oh, come on. Komm, irgendwas muss es doch hier gehen. Oh Gott, Jesus Christus. Das ist nicht mal ein Abenteuer. Schon, hat sich gelohnt. Lol. Ah, jetzt sind wir im anderen Badezimmer. Auf dem Frauenklo, was bist du denn für einer? Ach du Scheiße. Ich sag, das ist ein Bug, oder? Also, natürlich ist es ein Bug, aber der zeigt mir noch die Haare von den Kopf von hinten. Ja. Obwohl ich straight reinschaue. Oh Gott, Alter. Hä? Well! Ich glaube, ich habe hier ein paar Drogens gefunden. Irgendwann sprechen der Spiegel. Verdammt! Sie haben mich gefunden. Mit deinen natürlichen Haaren fällst du nicht auf. Nein. Ich darf in jedes Badezimmer gehen. Wir haben 2023. Okay, aber ich würde sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch beim nächsten Mal vorbei. Morgen geht's weiter und tschüss. Tschüss.